Hallo und willkommen bei Explore Angola. Heute zeigen wir Ihnen den Besuch des Jazzmusikers Gregory Hutchinson in Luanda, eine Stadt, die bald ihr 450-jähriges Bestehen feiert. Vor der Ankunft der Portugiesen 1575 war Luanda ein Handelsposten der Königreiche Kongo und Ndongo. Fünf Jahrhunderte später wird in Luanda die Geschichte wiederentdeckt. Man will seine Stellung als eine der alten Städte auf dem afrikanischen Kontinent festigen. An einem der vielen kulturell bedeutungsvollen Orte in Luanda findet so etwas wie eine Heimkehr statt. Der amerikanische Schlagzeuger Gregory Hutchinson hat bereits mit Betty Carter, Wynton Marsalis, Joe Henderson und John Scofield gespielt. Heute gibt er ein Konzert im Land seiner Vorfahren. Millionen von Menschen wurden als Sklaven aus dem heutigen Angola nach Amerika verschleppt. Es geht auch um den Widerstand gegen die Kolonisation und um Erneuerung in der heutigen Hauptstadt Angolas. Für mich war es großartig, hierher zu kommen, erleuchtet zu werden, herumzulaufen und die verschiedenen Sehenswürdigkeiten zu sehen. Das weckt einen auf und lässt einen erkennen, dass es noch so viel mehr zu lernen gibt. Hutchinson befindet sich im Sklavereimuseum, in dem sich das Leid so vieler Menschen nachempfinden lässt. Ausgestellt werden unter anderem Ketten, die den Menschen angelegt wurden. Für mich ist das der Beginn einer Reise. Es war wie ein Schlag ins Gesicht und jetzt gehe ich an die Arbeit. Unterstützt wird er bei seiner Reise durch die Vergangenheit von Carlos Bumba. Willkommen zu unserem Rundgang auf den Wegen der Sklaverei. Dies ist ein Luanda, das jahrhundertelang Zeuge von Sklavenhandel, der Ausbeutung und Verschleppung von Menschen über den Atlantik wurde. Die Sklaven wurden im Inneren festgehalten, ehe sie verschleppt wurden. Und hier lebten die Sklavenhändler. Luanda, das sind auch Köstlichkeiten zum Essen. Carlos Bumba führt uns durch das Museum. Die Ausstellungsstücke sind eindrucksvoll. Hier sehen Sie das Fenster, das den inhaftierten Sklaven kaum Frischluft zum Atmen verschaffte. Luanda weist Spuren auf. Man findet Beweise, wo die Sklaverei stattgefunden hat, wo Sklaven in Ketten gelegt wurden, wo sie untergebracht waren. Der Einfluss ist bis heute spürbar. Ein Nachfahre ist Gregory Hutchinson. Es zeigt, dass Angola auch zum Aufbau der amerikanischen Nation beigetragen hat. Die Essenskultur, die Sprache, die Tänze, Blues und Jazz sind afrikanische Rhythmen. Das Leiden unter der portugiesischen Herrschaft findet auch Ausdruck in der Geschichte von Königin Jinga, Angolas wohl bekanntester Königin. Sie besuchte erstmals im Jahr 1622 Luanda. Ihr Bruder, der damalige König von Ndongo auf dem Gebiet des heutigen Angolas, sandte seine Schwester, um mit der portugiesischen Regierung über Sklaverei zu verhandeln. Ein Leben lang leistete sie den Portugiesen Widerstand. Das trägt dazu bei, dass die Königin Njinga-Straße zu einer Sehenswürdigkeit in Luanda geworden ist, erläutert der Architekt Paulo Furtado. Wir haben die Bucht und wollen sie ein Stück weit abbilden, damit die Leute spazieren gehen und die Bucht genießen können. Ich glaube, dass wir mit diesem Projekt das Ziel erreichen können, die Menschen wieder in die Stadt zu bringen. Für Hutchinson ist das ein weiterer Grund, wiederzukommen. Es war eine augenöffnende Erfahrung, die ich nicht vergessen werde. Was für eine bemerkenswerte Entdeckungsreise für einen der besten Jazz-Schlagzeuger der Welt. Das war's von Explore Angola. Diesen Bericht sehen Sie auch auf unserer Angola-Sonderseite und auf euronews.com.